Blizzard will das MOBA-Genre im Sturm erobern. Mithilfe von Diablo, Kerrigan, Thrall und all den anderen Promis aus dem hauseigenen Spieleuniversum. MOBA steht für Multiplayer Online Battle Arena und ist derzeit schwer angesagt. Ein tempo- und actionreiches Ringen um strategische Punkte auf einer Karte mit dem Ziel, die gegnerische Basis zu plätten. Der Wettkampfcharakter bei prominenten Vertretern wie League of Legends ist täglicher Ansporn für Millionen ambitionierter Spieler und gleichzeitig Abschreckung für Durchschnittsgamer, die einfach nur auf eine schnelle Runde zwischendurch aus sind. Heroes of the Storm versucht den Spagat. Der Free-to-Play-Titel von Blizzard will beides sein: einsteigerfreundlich und anspruchsvoll. Um die Massen anzulocken und Berührungsängste zu lindern, wirft der Kultentwickler sein größtes Pfund in die Waagschale. Und das sind eben seine über Jahrzehnte aufgebauten Helden und Schurken. Insgesamt 36 Helden stehen derzeit zur Auswahl. Aber nur wenige sind von Anfang an für den Spieler freigeschaltet. Wöchentliche Wechsel sollen die Experimentierfreude und letztlich auch Begehrlichkeiten wecken. Denn wer permanenten Zugriff auf die Wunschhelden möchte, muss tief in die Tasche greifen. Zwischen 2 und 8,50 Euro sind fällig. Und das ist erst der Anfang. Schließlich lassen sich noch optische Varianten der Helden und beeindruckende bis kuriose Reittiere freischalten. Alternativ muss man verdammt viel Geduld aufbringen, um das alles mit gesammelter Ingame-Währung kaufen zu können. Immerhin, einen Vorteil haben zahlende Zocker nicht. Die Figuren, verteilt auf 4 unterschiedliche Klassen, sind mit all ihren Sonderfähigkeiten und Talenten Blizzard-typisch bestens ausbalanciert, was für das eigentliche Spiel noch nicht ganz gilt. Wer nach wenigen Minuten die Oberhand hat, kann fast nicht mehr verlieren. Spätestens mit dem nächsten Inhaltepaket Eternal Conflict Ende Juni wird Blizzard an diesem Problem feilen. Im Gegensatz zu League of Legends gibt es allerdings keine Gegenstände oder Tränke, die sich auflesen und einsetzen lassen. Steigt der Spieler innerhalb einer der rund 15 bis 25-minütigen Partien mehrfach im Level auf, hat er stets die Wahl zwischen 2 Verbesserungen. Auch wenn MOBA-Veteranen der Anspruch fehlen dürfte, für all jene, die bislang keinen Kontakt mit dem Genre hatten, senkt Blizzard die Einstiegshürde dramatisch. Das Ergebnis? Extreme Kurzweil und die stets präsente Verlockung, echtes Geld im Ingame-Store zu lassen.